Es ist absolut möglich, dass jenseits der Wahrnehmung unserer Sinne ungeahnte Welten verborgen sind. Schneller als erwartet offenbart sich dem Team die Bedeutung dieser viel zitierten Aussage Einsteins. Es ist nun exakt ein Jahr her, als ein auf den ersten Blick unscheinbares Foto in einer Kirche den Startschuss zum Projekt Underworld markierte. Im Spätsommer 2020 war noch nicht klar, mit welcher Intensität die Kommunikation hinter diesem Schleier schon einige Monate später stattfinden würde. Heute sieht man sich mit Nachrichten konfrontiert, mit denen man nie gerechnet hätte. Eine letzte Untersuchung sollte es noch werden auf der Burgruine Neugleichenberg, um sich anderen Orten zuwenden zu können. Ein Abschluss sollte es sein. Ein vorläufiges Lebewohl. Doch so einfach ist das nicht. Der finale Besuch war derart intensiv, die Rückmeldungen so offenkundig, die Botschaft so laut, dass das Team nochmal zurück musste. Ein Abschluss sollte es sein. Doch nicht nur für das Team. Wenn ich da aufgegangen bin, ich tue noch mein Stirnlicht auch noch um. Boah! So. Und dann ist ein scheiß Dunkel. Ich kann aber nicht sagen, wo es herkommen ist. Alles. Ist da irgendwas? Was ist sonst los? Okay. Ich weiß, wir haben schon viele Untersuchungen jetzt gemacht. Aber so habe ich noch nicht gehört. So ein Gefühl. Ja, und vor allem so ein Gefühl habe ich noch nie gehabt wie heute. Ehrlich gesagt. Weiß ich aber, ich kann mal sagen. Ich höre schon wieder. Hast du es gehört? Ja. Nach der Auswertung unserer ersten Episode kamen einige Fragen auf. Namen wurden nämlich genannt und somit wurde die Neugier weiter angefacht für diesen Ort. Natürlich mussten wir noch einmal drauf, auf diesen Fels vulkanischen Ursprungs, und waren neugierig, was uns dort noch erwartet. Schon beim ersten Aufstieg, bei der ersten Episode, waren wir voller Neugier, aber beim zweiten Aufstieg war schon einige Anspannung in der Luft. Kurz vor der Ankunft oben gab es schon Klopfen an den nahen Wänden von diesem Kerkerloch, und dann bei einer kurzen Rast nach dem anstrengenden Aufstieg fuhr mir der Schreck durch die Beine, und das Kuriose war, dass nur ich dieses laute Geräusch wahrnahm und Bernhard, der kurz vor mir ging, überhaupt nicht. Es gab danach noch weitere Geräusche zu hören, was natürlich in Wäldern und solchen Situationen normal ist. Aber es waren eigenartige Geräusche, und so ging es dann voller Anspannung und freudigen Erwartungen zu dem sogenannten Kerkerloch. Ja, unsere erste Station an diesem Abend war dieser sogenannte Kerker. Dieses Loch, das wir bei der Episode 1 dann im zweiten Anlauf gefunden hatten. Und wir sind dort dann hinuntergegangen. Das erste Mal haben sich ja dort K2-Meter-Ausschläge gezeigt. Eigentlich in einer Intensität, mit der wir damals schon nicht gerechnet hatten. Das war, als Robert diesen Rennbord geholt hat und ich alleine dort unten war. Und so gingen wir halt diesmal mit gewissen Erwartungshaltungen dort hinein. Und ja, diese Erwartungshaltungen wurden erfüllt. Es ging eigentlich ähnlich los wie das letzte Mal. Wir waren dann eigentlich sehr verblüfft über die Intensität, denn eins muss man sagen, wir hatten bis zu dem Zeitpunkt noch nicht derartig intensive Ausschläge dort unten beobachtet. Die Sache entwickelte sich dann immer mehr, und so haben die Geräte eigentlich abwechselnd ausgeschlagen, auch auf die Fragen. Es war halt wieder so, dass dann dort unten in diesem Kerker auch die Nekrophonik wieder die bekannten Namen ausgespuckt hat. Lisa, Froni, auch Johann kam, Feuer,
dieser ganze Bezug, eigentlich hat sich sehr wiederholt. Also irgendwie kommen dort immer dieselben Meldungen. Was wir dann festgestellt hatten, war eine sehr merkwürdige Sache. Aus der Necrophonik kam die Meldung, ein Seil hinab. Und das war bemerkenswert, denn das war unsere erste Station, dieser Kerker. Und wir haben bei unseren ersten Besuchen ein Loch im Waldboden gefunden. Das war etwas außerhalb dieser ganzen Burganlage. Und diesmal hatten wir ein Seil mit und eine Strickleiter, um da hinunterzusteigen. Nur lag das von diesem Zeitpunkt dann noch in der Zukunft. Das ist jetzt verblüffend und dieses Phänomen sollte uns an diesem Abend noch einmal begegnen. Ja, mach das bitte andere wieder. Absolut. Und so. Na, Stricke, du musst da unter dein Bein durch. Nein, noch da links. Links. Da kommst du nicht durch. Du musst unter dein Bein. Oh, den. Ich bin ein bisschen. Wie war's? Kannst du dein Drehen stehen? Okay, klar. Dann da rechts um. Das ist ein Countdown, habe ich. Sonst fährst du da durch. Da rechts. Ja, da sind wir schon. Und schon wieder draußen. Kann ich das so durch den Sinn? Ja, ich muss den Meister stellen. Gut. Schau, was da liegt. Die Tür. Genial. So. Also, ja. Also, womit wollen wir anfangen? Ich sage mal unbedingt die Katzometer aufbauen. Also, das haben wir gehakt. Das war das letzte Mal. Hast du mir das in Auftrag? Super. Ja, hallo. Mal begrüßen. Da sind wir wieder. Wie versprochen, zurückgekehrt in den Kerker. Suche nach euch, diesen Wesen, Lisa, Roni, Johann oder andere. Ist jemand schon hier? Oder seid ihr noch zurückhaltend? Bekannt. Euch auch begleitet zeigen, wenn ihr die CD.
erklären kann. Ich könnte es euch auch begleitet zeigen. Aus die Outtakes vom ersten Video, was ne? Ja. Also dann gehen wir sonst nicht mehr. So, ich werde jetzt einmal. Aber das sieht jetzt noch nicht aus. Das kann man erst, wenn. Auch wenn man irgendwas anderes war, bringt es das nicht mit dem Überhaupt. Bei den Katzometern, das sind diese Geräte an der Wand. Euch wieder zu zeigen. Der berühmte Haken, wo letztens diese starken Ausschläge waren. Könnt jetzt hier, kann nochmal jemand hier erscheinen. Es sind hier drei Geräte. Ich war mal alleine ganz kurz hier oben am Eingang vor kurzem. Und war danach auch in Bad Radkersburg beim angeblichen Grab von Johann Wendeisen. Euren gestrengen Richter. Der hat euch viel Leid angetan und deswegen sind wir heute hier, um das Rätsel aufzulösen, wenn wir Glück haben. Und vielleicht helft uns ja dabei. Irgendjemand hier, geht doch bitte zu diesen grünen Lichtern. Elisabeth oder Veronika? Johann? Oder sonst irgendjemand anders, der hier mal gefangen war oder noch gebunden ist? Oder die fehlen? Wir sind heute hier. Das letzte Mal war es hier im Haken, als ich gerade weg war, falls ihr euch noch erinnern könnt. Ist Ausschlag. Danke. Haken, das ist Ausschlag. Danke. Okay. Vielen Dank. Wie immer nur die am Haken. Oder anders entsteht. Hat das was mit dem Haken zu tun? Wollt ihr wieder so eine Kommunikation aufbauen, dass ihr für ein Jahr das Licht leuchten lässt vom Katzometer, also von diesem Gerät mit dem grünen Licht? Für Medien, ja. Wollt ihr das so wieder versuchen, dann können wir miteinander sprechen. Für ein Jahr einfach wieder Licht machen bei diesem Gerät hier, das du gerade ausschlagen hast lassen. Kannst du es nochmal ausschlagen lassen? Ja. Hm. Sollen wir... Wir haben das letzte Mal schon gefragt, ob dies eine Folterkammer war und ihr habt uns das bestätigt. Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen, wer ihr seid oder seid ihr hier oder bist du, der dieses Gerät jetzt gerade bedient hat oder alleine ist hier? Bist du alleine? Seid ihr mehrere? Bist du an diesen Haken gefesselt gewesen? Könnt ihr auch die anderen beiden Geräte, die da an der Wand stehen, zum Ausschlagen bringen? Die haben dieselbe Funktion. Vielleicht brauchen sie wirklich mehr Zeit zum Antworten, gell? Ja. Haben wir gesagt. Hat dieser Haken eine Bedeutung für euch oder für dich? Oder hat der ganze Raum eine Bedeutung für euch oder für dich? Ist es okay, dass wir hier sind? Soll ich weiter? Ich glaube, ich muss wieder weiter zurück können. Das ist jetzt no. Soll ich weiter zurück? Seid ihr ums Leben gekommen, hier in diesem Raum? Bist du Veronika? Veronika, bist du hier? Froni? Verstehst du uns? Vielleicht mehr in Mundart? Ältere Sprache? Mittelhochdeutsch? Kann ich nicht. Ja, nicht. Kannst du noch einmal ausschlagen lassen, dass, ob du noch hier bist? Stört dich die Lichter? Es ist zu hell. Pass auf, machen wir es vielleicht anders. Wer soll mit dir sprechen? Soll ich, Robert, mit dir sprechen? Ja. Okay, ja, danke. Ja, schau dir das an. Danke. Danke für dein Vertrauen. Hm.
Ist es okay, dass wir hier sind? Ist es in Ordnung, dass wir hier sind? Danke dir. Bist du eine Frau? Bist du ein Mann? Du bist ein Mann. Okay, danke. Johann, bist du's? Bist du Johann Windeisen? Okay, du bist einmal nicht Johann Windeisen. Bist du hier gestorben auf der Burg? Muss ja nicht sein, ne? Aber es hat was mit dem Haken hier zu tun. Mhm, danke. Wir zeigen den Respekt. Okay, jetzt haben wir kurz da. Kommen hier viele Leute her? Ja. Stören? Wahnsinn. Kannst du es mal ganz stark ausschlagen lassen? Dass auch diese Orange, das orange Licht aufleuchtet. 27. Oh, danke. Du hast das da drüben auch. Dankeschön. Okay, also jetzt hat das zweite Katzenmoment auch ausgeschlagen. Habt ihr keine Ruhe hier, wenn so viele Leute kommen? Oder seid ihr froh, wenn einmal jemand kommt? Bist du hier gebunden an diesen Ort? An diesem Kerker oder diesem Verlies? Wenn ich das einmal war. Das ist gut. Ja. Ich versuche gerade die Infrarot zu installieren. Danke für den Ausschlag. Wow, danke. Wow, super, danke dir. Wir wissen inzwischen, dass das viel Energie kostet, dass du das ausschlagen lässt. Also einschalten zum Tür. Irgendjemand noch hier? Hat sie die Ausschläge? Danke, wow. Ja, ey. Ach Gott. Okay. Das ist ja unglaublich. Okay, danke dir. Oh. Also, wäre super, wenn du jetzt für ein Jahr Licht machst, wenn wir dich was fragen. Ich hole jetzt dann noch die Kinect. Mhm. Bist du immer an diesen Haken gebunden? Es ist kalt, es ist kalt. Oder kannst du hier herumgehen, wo du willst? Okay, danke dir, danke, wow. Gerne bis in den roten Bereich. Wahnsinn. Alter Schwede. So schnell hast du es noch nie gegeben. Nein. Weißt du, wer Froni ist? Oder Lisa? Oder Johann Wendeisen? Kennst du diese Personen? Andere Frage. In welcher Zeit warst du hier am Leben? Oder warst du hier? War das vor 1900? Danke. Schon wieder. Das sind unglaublich die Ausschläge. Aber immer nur das eine. Mhm. Der andere nicht. Vor 1900. Weißt du hier 1800? Lass das mal rein, die Ausgabe. Nichts. Was tut denn das? Das ist ja unfassbar. Das
sehe auf dem nicht. War es vor 1800? Vor 1700? Vor 1700. Also in der Zeit von Johann Wendeisen. Aber nicht, vor 1600 auch noch? Shit. Vor 1600? Also mal das in der Kamera, wenn man das sieht, das ist nicht fake. Und ich werde das jetzt einmal zeigen, dass ich fluten oder so. Ja, es ist hier ein Flugmodus. Es ist alles aus. Es ist kein WLAN, kein Bluetooth, da ist er, alles aus. Schärfer, bitte. Aber das war sowieso noch nicht eingeschaltet. Hier, Flugmodus ist aktiv. Leute, damit ihr das seht. Ja, also standardmäßig. Also, da gibt es keine Strom, wir haben Funkgeräten. Wir sind auf einer Burg. Da gibt es nichts. Kannst du vielleicht einmal hierher gehen? Zu dem Gerät? Arschlöcker. Arschlöcker? Hier schaut das her? Ja, Gott im Himmel. Ich sehe nichts. Das hört ja gar nicht auf. Die Temperatur fällt von 11 auf 9. Aber halt bitte. Mir ist auch schweinekalt, das Stress ist ja unfassbar. Ja, das ist nur bei 27. So. Ja, schau. Vielen Dank. Ich hoffe, du meinst es gut mit dieser Kommunikation oder ist das eine Warnung? Ist diese arge Kommunikation eine Warnung an uns? Ist eine Warnung. Eine Herzog? Ja, schau. Meinst du eine Warnung? Ein Mann, der vor 1600 gelebt hat. Bist du der Priester aus Hatzendorf? Dessen Name mir nicht einfällt. Das Witzige ist ja das. Wir hatten ja schon bei einer komplett anderen Location im Keller die Namen von Lisa und Froni. Ich hatte hier Lisa und Froni ständig. Wir hatten auch andere Namen. Ich kann mich nur an ein paar erinnern. Oswald? Das heißt, ich versuche jetzt ein paar Namen wiederzugeben, die mir von der ersten Untersuchung... Ach du... Scheiße, das hat überhaupt noch nie Alarm gegeben. Ein paar Namen wiederzugeben, die mir von der ersten Untersuchung hier... Ach du... Scheiße, das hat überhaupt noch nie Alarm gegeben. 60. 60, 0, das hat jetzt zur Anständigung ausgeschlagen. Ich stelle es wieder zurück. Ein Alarm, der speichert immer den höchsten Wert. Bist du der Pfarrer von Hatzendorf? Hatzendorf, wir hatten diesen Ortsnamen bei einer anderen Untersuchung. Philipp war mal? Bist du Philipp? Ist Katharina hier? Wolfgang war mal? Bist du Wolfgang? Wolfgang? Oder Wolfi? Schau, ich sag, nimm deine Energie. Ja, bist du wahnsinnig? Es ist, da wo du bist, es ist unglaublich. Schau dir das an. Ach, Bernhard, das hört ja gar nicht mehr auf. Ja, ich kapier's jetzt nicht ganz, was da los ist. Machst du es hier so kalt? Okay, soll ich wieder zurückgehen? Ist das dein Haken? Okay, pass auf, ich gehe zurück, dann... Ich sag's jetzt immer umgekehrt, hör mal auf damit. Danke. Ich muss das wieder aufhören. Ist das unglaublich? Das gibt dir die Energie. Wieder sind wir da drüben. Das ist jetzt schon alle aus. Der ist abwechselnd. Alter Schwede, bitte! Ich habe aber da nichts drauf. Sorry, Necro. Vielleicht so ist. Ich weiß es nicht, macht es jetzt gerade Sinn, wenn der jetzt da ist? Wollt ihr mit uns sprechen? Ich habe ein Gerät, mit dem ihr könnt sprechen mit uns. Okay, nachdem jetzt alles ausschlägt, ich habe ein Gerät, 10 Minuten.
ist unfassbar, die Ausschläge. Wir werden das aber so machen, wenn wir das auf 10 Minuten reglementieren. Ich habe jetzt nochmal kontrolliert, dass ja, ein Flugmodus ist. Es ist wirklich ein Flugmodus. Jedenfalls danke schon mal für eure Kommunikation. Super. Ah. Ich meine, ich habe mich kurz bedankt, dass das so brav rein mit uns. Ich meine, brav, das ist ja schon mehr wie extrem. Das ist das doch das erste Mal umgekommen. Ja. Also, ich bereite euch nochmal vor: Hier ist ein Gerät, mit dem könnt ihr mit uns kommunizieren. Da könnt ihr uns alles sagen, was ihr wollt, was ihr vielleicht noch niemandem gesagt habt, was ihr loswerden wollt. Und vielleicht, ob ihr Hilfe braucht. Und wenn ja, ob es einen Weg gibt, wie wir euch helfen können. Vielleicht gibt es eine Methode, vielleicht ein Kreuz aufstellen wo oder Blumen hinstellen oder eine Kerze anzünden. Also das könnt ihr uns sagen. Es wird eins kalt. Es wird immer kalter da drinnen. Ja. Fuck, ich kalt. 11,8 war, wie ich oben bin. 8 Grad immer. Aber es kann ja sein, dass die Nacht ist. Ja. Wie besprochen, ihr könnt jetzt alles loswerden in 10 Minuten. Das war jetzt. Hast du das Gerät aussteigen lassen? Okay. Wie ist dein Name, der das Gerät jetzt gerade so ausschlagen hat lassen? Dieser Mann. Sagst du mir deinen Namen bitte? Kannst du die nochmal so ausschlagen lassen, die Geräte da vorne? Was war denn das für ein Geräusch? Bist du hier gestorben, Harin? Bist du gehängt worden? Gehängt? Warum bist du gehängt worden? Kannst du einmal so lieb sein und zu diesem Gerät mit der Antenne gehen? Hier neben dem Loch drin, in dem Mauerloch? Geh mal dorthin, bitte. Dann wissen wir sicher, dass du... Geht. Wohin sollen wir jetzt gehen? Ihr habt uns vorher warnen wollen. Wovor wolltet ihr uns warnen? Letztes Mal kam die Aussage, hier drin, da drin, herin die Hexe lief. Drin herin die Hexe lief. Ist die Hexe hier? Ist die Hexe also hier? Welche Hexe? Kannst du deinen Namen verraten von der Hexe? Hier übers Gerät? Geh mal bitte zu dem mit der Antenne hier neben. Probier das einmal anzugreifen. Dann
werden wir bald wieder raufgehen. Vielen Dank für diese super Kommunikation und diese tollen Ausschläge. Bist du deppert? Machst du das gerade so extrem? Natürlich. Ja. Unglaublich. Vielen, vielen Dank. Einmal zu dem Gerät mit dem Metallstab, bitte. Kannst du das? Wo? Hinter deinem Haken, in der Ecke. Das ist ja unfassbar, das ist ja überhaupt nicht aus. Du hast viel Energie. Warst du ein kräftiger Mann? Wenn du so ein kräftiger Mann warst, geh mal zu dem Gerät, das schwarze Gerät mit der Antenne, mit diesem Metallstab. Wenn du das angreifst, piepst es. Willst du das mal ausprobieren? Versuch mal. Das ist sicher lustig. Geh mal hin zu dem mit dem Stab. Und berühre es einmal. Und berühre es einmal. Mit dem kannst du spielen. Sowas kennst du sicher nicht. Spielen. Hallo, gehen? Ja. Sollen wir wieder gehen? Ja. Kannst du uns sagen, warum wir gehen sollen? Ich habe vorher gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, euch zu helfen. Braucht ihr Hilfe? Und wenn ja, wie können wir euch helfen? Oder gibt es hier einen Wächter, der nicht will, dass wir helfen? Bist du ein Wächter hier? Ja. Sie rennen unter. Müsst ihr irgendwelche Prüfungen erledigen, um ins Licht gehen zu können? Ich schau mal auf die Uhr, wie lange ihr noch Zeit habt. Ihr habt noch 5 Minuten. Jetzt könnt ihr alles rauslassen, was ihr wollt. Spuckt alles raus. Ich war letztes Mal hier oben am Eingang und es hat immer geheißen, ich soll hier herunterkommen. Wer wollte, dass ich hier runterkomme? Ist derjenige hier? Oder diejenige hier, die wollte, dass ich hier runterkomme? Hier runterkomme. Nein. Und warum sollte ich herunterkommen? Ist es okay, wenn ich diesen Haken berühre? Ist das okay für dich? Kannst du das Gerät jetzt mal aufschlagen lassen, wenn ich neben stehe? Oder magst du das nicht, wenn ich hier stehe? Soll ich wieder weggehen? Aber die Ecke doch. Sprecht mit uns noch bitte. Ihr habt noch 3 Minuten oder 2. Dann schalten wir dieses Gerät, mit dem wir sprechen können, wieder ab. Noch einmal die Frage. Da drin herin die Hexe rief. Was hat es mit diesem Satz auf sich? Was hat die Hexe gerufen hier herinnen? Hat sie aus Angst gerufen?
Hat sie um Hilfe gerufen? Hat die Hexe einen Namen, die hier da war? Die Hörerin ist. Sagst du seinen Namen? Froni, bist du hier? Letztes Mal war die Gestalt. Ja. Ein Schlag, ja. Plötzlich. Das gibt's ja nicht. Es geht los. Er sammelt Energie und dann geht's wieder los. Es ist 5 Minuten nichts. Und dann geht's oder können. Hat das was mit der Stange da oben zu tun? Seid ihr da oben? Gehängt? Okay, das ist nicht zu lange, ich schalte jetzt wieder ab hier. Vielen Dank für die Kommunikation. Tschüss. Okay. Schau wieder, schau dir das an. Kannst du dich beim Bernhard auf dem Gerät zeigen? Kannst du dich hier zeigen? Es kam, da ist nix. Ich überlege gerade. Was da für Wahnsinn. Oh, bin sie halt für den da. Wahnsinn, geil. Schau dir die Ausschläge an. Aber immer hauptsächlich am Haken. Mhm. Die anderen sind schweigen. Stell mal das zu wie zum Hocken. Ja, ich wollte gerade sagen, ich würde zwei dazu machen. Das kapiere ich nicht. Schau dir das an. Das ist ja phänomenal. Schau, obwohl das andere ist auch kurz jetzt gegangen, aber nicht viel. Wie kann man das so beeinflussen, dass nur das eine geht? Ja, aber dann siehst du aber auch. Das kapiere ich einfach nicht. Schau, da oben ist nur ein Hocker. Es ist unglaublich, es leuchtet nur ein Katzometer. Das zweite daneben nicht. Was ist denn da los? Kannst du das? Okay, pass auf. Okay, Leute, also es langsam. Ich habe langsam mit einer Hand, es ist echt shit. So, es hat es nie gegeben. Ja. Katzometer 6. Okay, jetzt wäre es cool. Also, du bist hinter Mann und vorne Katzometer ist die Frau, okay? Geht das nochmal? Sechstens. Mehr oder weniger die gleichen, ja. Katzometer, Anschlag aus. Das andere, was ein Zentimeter davor ist, nicht. Wie gibt es sowas? Sowas? Das kannst du so dermaßen wahrscheinlich manipulieren. Kannst du das uns jetzt nochmal einmal zeigen, dass du nur das hintere ausschlägen lässt und das vordere nicht? Ich schwöre dir, ich habe die daheim getestet und habe es ausprobiert um einen Router herum und die sind beide immer parallel, ganz synchron ausgeschlagen. Das ist ja alles, das sind ja beide dieselbe Marke, nicht? Mehr oder weniger die gleichen, ja. Katzometer, Anschlag aus, als andere, was ein Zentimeter davor ist, nicht. Weil wenn eine Stromquelle oder irgendein Netz wird da, dann müssten beide ausschlagen. Da ist keine Stromquelle, da ist sonst nichts. Egal, nicht, aber nur als, oder? Ich meine, wäre so, wenn irgendein, ja, da müssten wir beide gehen. Ja, dass dann alle losgehen. Siehst du? Nur das hintere, das vordere tut null Nüsse. Also, jetzt hole ich noch unser drittes. Vielen Dank, also... Kurios ist das, aber so, jetzt auch wieder mal. So, und jetzt sind drei hier. Ne? Geht es, dass du jetzt. Kannst du ein anderes ausschlagen lassen als das hintere? Wäre das möglich? Das blaue zum Beispiel hier. Oder das vordere. Berühr doch mal das vordere. Und das hintere nicht? Oder berühre alle drei? Also. Hier ist schon wieder Bernhard, nur das hintere. Okay, jetzt machen wir mal anders. Wahnsinn. So.
Jetzt steht nur das da. Und der ist? Schaut dir aus. Okay. Kannst du das zum Ausschlagen bringen? Ich weiß, ich bin gemein, aber. Das ist genau so. Das kann ja nicht sein, dass es das. Du wolltest uns vor irgendwas warnen. Wovor? Wollen wir wieder gehen? So, also eins muss ich ganz ehrlich sagen, die Kinect-Loch da unten. Letztens war nur einmal am Fenster, glaube ich, oder da hocken wir, glaube ich. Kannst du dich jetzt auf diesem Gerät vielleicht einmal zeigen? Schau, jetzt hast du kurz aufgeregt. Ja. Das ist eh nichts. Bist du irgendein Wächter? Du bist ja ein Mann. Er ist ein Wächter, ja. Schlag aus, schau, Bernhard, schau. Oh Gott. Oh cool. Mhm, danke schön. Hast du. Boah, Gänsehaut schon wieder. Uiuiui. Hast du die. Ja, jetzt sieht man zumindest, dass das funktioniert. Ja. Das wollte ich wissen. Mhm. Das ist. Ob das Gerät oder ob es. Weil das wäre ja dumm, wenn das nicht geht. Und dann. So, und jetzt machen wir das andersrum. Kannst du das Gerät in meiner Hand zum Ausschlagen bringen? In meiner Hand. Kurze Kommunikation noch, du bist ein Wächter. Bist du Johann? Auf was passt du auf? Wovor, wen bewachst du? Bewachst du hier jemanden? Bewachst du hier jemanden? Danke. Okay, du bewachst jemanden. Bewachst du diesen Kerker? Bewachst du dieses Verlies hier? Wo ist die Quelle? Wo? Scheiße. Wahnsinn. Scheiße. So ist es. Wow, hinten nach. Wow. 67. Jetzt geht das auf einmal los. Das geht auch los, schau, das geht. Das in meiner Hand. Okay, wir sind jetzt umzingelt. Also du Wächter, du machst deine Aufgabe gut. Okay, jetzt abwechseln. Mal das. Jetzt hast du richtig schön gesehen. Zuerst das, dann das und dann das wieder. Geh mal hin dort. Bei mir schlagt schon wieder Fokus aus. Aber bei das kann jetzt. Nein, das ist nicht das Tablet. Soll ich es einmal nehmen? Ganz kurz. Das war der Lautsprecher. Okay. Hast du das? Okay, wir machen das aus. Okay, wir werden bald weitergehen. Wir haben noch eine andere Location. Ich sag schon mal danke für diese tolle Kommunikation mit dir hier. Ich weiß, du willst, dass wir gehen. Du bist der Wächter. Okay, danke, ja. Wir packen jetzt schon langsam zusammen und gehen wieder weg hier. Dann kannst du wieder, hast du wieder deine Ruhe und du hast keinen Stress mehr, dass du. Die nächste Station ist nämlich eine Herausforderung. Wir werden jetzt gehen einmal. Schau mal. Bleib mal ganz kurz so stehen. Mhm. Herausforderung, wir werden jetzt gehen einmal. Schau mal. Bleib mal ganz kurz so stehen. Mhm. Bist du bei mir, Wächter? Ja, vollster Ausschlag. Danke. Stehst du neben mir? Kannst du dich auf dem Gerät, das ich in der Hand habe, zeigen? Stell dich kurz neben mich, bitte. Du bist ja hier, du lässt es dir das ausschlagen. Wir erhalten unser Wort, wir gehen gleich. Ja. Wir packen schon zusammen. Du
bist ungeduldig, gell? Du bist schon böse. Stimmt's? Bist schon böse? Ja. Der ist sauhass. Bleiben wir mal ganz kurz so jetzt. Bist du wütend schon? Der häkelt uns, jetzt ist wieder ruhig. Wenn du mit der Kinecto bist, ist vorbei. Der weiß genau, wann er sie zum Zagen hat und wann nicht. Der hat das drauf. Du bist ein raffinierter Mensch, stimmt's? Schlau, gerissen, gefinkelt. Ein halter Haudegen, hat mir früher gesagt. Du zeigst, was du drauf hast. Eigentlich Respekt hast verdient. Warum bist denn du noch hier? Wieso bist du nicht ins Licht gegangen? Was machst du noch da? Was tust du das jetzt? Was ist das, Ausatmen? Ja. Das war jetzt, gell? Ich krieg halt nicht. Okay, ich glaube, wir gehen weiter, hä? Wir gehen weiter. Danke. Vielen Dank, danke dir für diese super Kommunikation. Ich wünsche dir noch viel Ruhe. Und ich weiß nicht, welchen Job. Ja, oder ihr geht uns mit, ja. Ich weiß nicht, welchen Job du hier hast. Aber wir gehen ein Stück weiter auf die Burg. Danke dir, ich schalte jetzt mal ab. Tschüss. Viel Ruhe. Viel Vergnügen hier noch. Danke, ist echt lieb. Soll ich noch nicht? Ich lass noch kurz eingeschaltet, bitte. Schau das an, wenn er. Das hört gar nicht mehr auf. Es gibt solche Ausschläge in 100 Jahren nicht mehr. Niemand hat den noch gehabt. Das gibt es ja nicht. Das ist die Kamera. Unglaublich, Leute. Oder gib dir, wie warm das da wird. Ja? Gib dir, wie warm das da wird. Ja, natürlich. Wow. Brauche ich auch. Da kann ich die Hauen wieder runter tun. Wie soll es da unten eigentlich so kalt werden? Das ist ja rum nicht kalter geworden. Nein. Aber das ist ja wirklich jetzt da. Ohne Scheiß, da hat es 10 Grad mehr. Im Keller sind wir mit nach 5 Minuten hat es 11 Grad gehabt, hier ganz stehen geblieben. Jetzt zum Schluss haben wir 5 Grad gehabt. Von dem Ort nicht einmal einen Star mit haben nehmen. Nein. So ist es nämlich. Okay, wie hast du damals gesagt, ist ja wohl Spaß. Okay. Ja. Jetzt bin ich so schon gewohnt, dass ich mal runtergehe. Ja. Was ist? Knochen. Ha? Das war letztens nicht. Das ist irgendein Opfer. Oh Maria, das sind uralte Knochen. Ich komme nicht mehr hoch mit meinem schweren Rucksack. Scheiße. Genau. Oh. Was ist?
Das ist eine Augenhöhle. Eine Augenhöhle? So. Ja. Weißt du was? Eine Augenhöhle. Ich meine, macht es einen Sinn, da herab was zu machen? Nein, gehen wir runter, oder? Aber es sind keine Rippen. Ich meine. Nein, dann ist es ein Viech, oder? Was geht da ab da? So, der. Okay, da müssen wir noch ein Foto machen. Da machen wir einen Schickklick da. Okay, gehen wir mal. Oh, das hat irgendwann einfach ein Bachhändler gegessen. Nein, das sind keine Knochen. Das sehen wir hier, ja. Der Fresser ist so. Aber das eine ist definitiv eine Augenhöhle. Schau, gell? Da Ja, der große Keller, so wie wir dieses Gewölbe mittlerweile nennen, hatten wir schon mehrfach betreten und es gab dort in der ersten Episode eigentlich die wenigsten K2-Meter-Ausschläge bisher. Jedoch hat man das Gefühl, dort trotzdem nicht allein zu sein. Und wir gingen nochmals in diesen Keller hinab und vorläufig war nichts Besonderes, jedoch bei der Auswertung traf es Bernhard eigentlich ins Mark sozusagen. Denn es wurde schon in der ersten Episode Bezug darauf genommen, Bier zu trinken. Und Monate davor kam schon dort im Keller aus der Necrophonik die Meldung, Bier zu trinken. Und das Spannende ist, es sollte noch einmal auf das Bier Bezug genommen werden später. Also dieses Phänomen der Zeitvoraussagen gab es für uns zum ersten Mal, denn auch wie wir vorher schon gesehen haben, im Kerker wurde schon Bezug genommen auf das Seil hinab, das erst später passiert ist. Somit stellt sich die Frage, wie erlebt man auf der anderen Seite die Zeit? Sie muss entweder anders sein oder es gibt dort fast schon Zukunftsprognosen. Was gibt's denn da? Ja, ich bin mal ehrlich. Ich brauche jetzt raus. Ja. Ist jemand hier? Ja, aufs Projekt Anderwelt. So ist es. Prost. Prost. Nachts, 23 Uhr in Österreich. Wie ist damals die Werbung gewesen mit morgens 9, halb 10 in Deutschland? Ja. Da, sagt der. Irgendwer Bock auf ein Bier? Hey. Weißt du eigentlich, dass da Bier aus der Necker gekommen ist einmal? Ja, Bier und Schnaps und Sekt. Da herunten? Ja. Wir hätten Bier. Mag jemand Bier? Es wäre jetzt der Zeitpunkt, diese Lichter hier an der Wand ausschlagen zu lassen. Können Sie einen Schluck haben? Wenn jemand Bier möchte.
Aber es sind wahrscheinlich so oft Leute unten, die da dumm saufen, dass ihr eigentlich die Nasen voll habt, oder? Ja. Weißt du eigentlich, dass du hier unten nie Katzenmeter-Abschläge waren, ne? Einer kurzer, ein Mini. Ganz am Anfang, ein ganz kleiner. Und wir haben uns gefreut über einen Mini-Ausschlag. Ich weiß, ja. Und heute ist Operation with the Sound. Ich schau aus wie ein Erdferkel. Ja, ja. Vielleicht waren wir im vorigen Leben Erdferkel. Ja. Es war ganz, aber auch darauf war mir sicher nicht, dass es ein Tropfen war. Irgendjemand hier bei uns? Ist jemand hier? Wir hatten heute schon viel Gesellschaft bei euch. Das ist aber so eine komische Schicht drüber. Das spinnen wir immer. Staub. Staub ist sehr viel. Also gut, wir werden nicht mehr allzu lang hier sein heute. Es ist schon spät. Wir werden auch nicht mehr so schnell herkommen. Deswegen habt ihr die Gelegenheit, jetzt nochmal alles rauszulassen, was in euch steckt. Ihr könnt sich einmal beweisen, was fähig seid. Wir sind da, um das festzustellen. Vielleicht können wir euch helfen. Wow, wow, wow. Okay, danke schön. Ausschlag, Ausschlag. Und vielleicht können wir euch helfen. Wow, wow, wow. Okay, danke schön. Warum muss ich mir das? Das ist das Lieblingsgerät, glaube ich. Kannst du nochmal machen? Aber jetzt dann gleich mit der Mikro, mit der Kinect. Kannst du nochmal ausschlagen lassen? Dauert immer ein paar Minuten. Das dauert, ja. Energien sammeln, kommen, zeigen, trauen. Wer bist du? Bist du, Ausschlag, bist du der gleiche von vorhin oder die gleiche von vorhin? Oder jemand anders? Ich muss langsamer fragen. Ja. Schon, wie es funktioniert. Für ein Jahr machst du ganz stark Licht. Bist du uns gefolgt hierher wieder? Bist du uns von Anfang an jetzt wieder hierher gefolgt? Für den Ausschlag? Ja. Ja. Okay. Das haben wir da herunten dann nicht gehabt. Ja. Schau dir das an. Bist du wieder der Wächter? Bist du eine Frau? Oder soll ich anders sagen, warst du eine Frau? Wenn wir den Namen wüssten. Bist du ein Mann? Oder gibt es keine Geschlechter mehr hin? Also im Jenseits? Könnt ihr euch an euer Leben erinnern? Könnt ihr euch an euer Leben erinnern? Seid ihr hier gestorben? Bist du hier gestorben? Ja. Bist du hier gestorben? Ja. Hast du gehört? Ja. Das ist schon einmal. Bist du hier gefoltert worden? Warst du ein Opfer der Prozesse? Oder hast du einfach nur hier gelebt und bist... Oder warst du im Zweiten Weltkrieg vielleicht hier? Mhm. Ja. Wie die Sibirien beschossen wurde von Sowjetunion.
Hast du hier? Man weiß oft nicht genau, was der wegen der Frage weiß, weil wir wirklich schnell fragen. Wir wissen oft nicht, auf was die Reaktion kommt. Ich frage nochmal, bist du im Zweiten Weltkrieg hier gestorben? Das kann nämlich auch eine Antwort auf eine Frage vorher schon gewesen sein. Was hast du denn kurz davor gefragt? Ist das angenehm im Jenseits? Du war Maus. Hast du das Mauspiepsen gehört? Nein. Hinter mir? War das eine Maus? Wenn man sich ganz ehrlich sagen, ich habe ein ziemlich schlechtes Gehör. Macht nichts, das ist gut, der Physik ist ja schlechter. Noch eine Frage. Ist es schön im Jenseits? Ist es dunkel? Oder gibt es dort Licht? Gibt es im Jenseits Licht? Brauchst du Hilfe? Ah, es gibt Licht, ja. So weit gerade ausschlägt. Dankeschön. Brauchst du Hilfe? Ah, es gibt Licht, ja. So weit gerade ausschlägt. Dankeschön. Also es gibt Licht im Jenseits. Gibt es die Zeit? Gibt's. Hätte man nicht gedacht. Vergeht die Zeit anders als hier? Entweder sind es laute wie Biste, ich hier oder Herr Maus. Ich schwör's dir, jetzt reicht's mal. Sprichst du mit uns gerade? Es ist jetzt ein Ausklang. Vergeht die Zeit im Jenseits anders als hier, wo wir jetzt sind? Ja, ja. Wahnsinn, danke vielmals. Gibt es mehr als ein Universum? Wisst ihr das? Wisst ihr über diese Dinge Bescheid? Gibt es überhaupt ein Universum? Habe ich, der Robert und ich, wisst ihr das, ob wir schon einmal gelebt haben? Öfter gelebt haben? Haben wir schon öfter gelebt? Leben wir das erste Mal? Müssen wir in diesem Leben eine Mission erfüllen? Gibt es so etwas wie einen Lebenszweck, einen Sinn, wieso wir hier sind? Oder müssen wir etwas lernen? Kinect ist halt sehr ruhig, gell? Ja. Allgemein. Aber danke für diese super Kommunikation schon mal. Also ist halt extrem gut. Lisa, bist du's? Lisa, bist du hier? Hast du das Klopfen gehört jetzt? Nein. Spinier es oder? Lisa, bist du hier? Hast du das Klopfen gehört jetzt? Nein. Spinier es oder? Froni, bist du hier? Wetterhexe Froni. Wir wissen, dass du keine Hexe warst. Bist du hier? Johann Wendeisen hier? Oder hier herunten kann man mal Oswald oder Wolfgang Güssing. Quering. Ja, Hatzendorf. Aber ich glaube, wir reden euch zu viel, gell? Okay. Ich gehe jetzt hier in diesen luminösen Raum. Kannst du mal zu mir kommen?
kannst gerne meine Hand halten. Du kannst gerne hierher kommen. Ich brauche noch mal ganz kurz, dann geht's da Navigation. Ja. Boah. Okay. Weiter schauen. Da wieder reinkommen. Oh wei. Scheiße. Was ist das? Fuck, ey, das sind Knochen. Oh. Was ist jetzt denn mit den Knochen? Überall auch liegen überall Knochen. Plötzlich. Ach, Herrgott. Ich bin ja. Also. Knochen. Ich weiß nicht, warum da überall Knochen herumliegen. Ist hier jemand? Möchte jemand? Ihr könnt euch jetzt zeigen, ich bin jetzt hier. Bis hier und hier. Ist jemand hier? Hallo? Wo bist du? Kannst du das nochmal ausschlagen lassen? Kannst du dich zeigen? Die ultimative Frage. Bist du hier gestorben? Kannst du es nochmal ausschlagen lassen? Kannst du dich zeigen? Oh, ist das. Ich hatte dich ja irgendwann hier gesehen. Kannst du dich nochmal zeigen? Kannst du dich nochmal zeigen? Bitte. Ja, ich sehe dich. Hi. Okay. Kannst du? Okay. Ich sehe dich. Kannst du das Gasometer ausschlagen lassen? Kannst du das machen? Dankeschön. Kannst du es nochmal machen?
Bist du ein Mann? Wir werden hier bald wieder wegfahren. Und ich hätte nur gern gewusst, wer du bist. Bist du eine Frau? Bist du Lisa? Hallo. Hi. Kannst du ein wenig nach links gehen? Kannst du dich ein bisschen bewegen? Ich sehe dich nämlich jetzt. Ich sehe dich. Herr Peter? Ich habe hier ein Gerät, ja? Gut. Ich möchte kurz nochmal auf das zurückkommen. Bist du Lisa? Lisa? Oder Froni? Katharina? Hallo? Kannst du dich ein bisschen bewegen? Oh ja. Du kannst dich bewegen. Kannst du dieses Gerät hier, das da vorne steht, zum Aufschlagen bringen, zum Aufleuchten bringen? Ist irgendjemand hier jetzt noch bei uns? Lisa! Hey, danke! Lisa ist da! Super! Lisa! Willst du, dass wir dir helfen? Lisa, kannst du uns sagen, wo deine Asche ist? Wir gehen gleich, ja, wir gehen. Aber vorher zeige ich dir euch noch. Vorher kommst du noch zu mir. Lisa, komm her zu mir, wenn du da bist. Oder bist du nicht Lisa? So. Bist du Froni? Du hast vorher dieses Gerät einmal ausschlagen lassen, je nachdem wer hier war. Bist du noch da? Oder bist du bei Bernhard? Ding. Überfordern wir dich mit diesen vielen Geräten?
irgendwie anders bemerkbar machen. Wir sind genau noch ein paar Minuten hier, dann werden wir gehen. Und wir kommen dann nicht mehr so schnell zurück. Vielleicht gar nicht mehr. So. Lisa. Lisa, was ist mit dir? Wer traut sich zu mir herkommen? Ja, der Mond scheint heute stark. Zeigt nochmal, was ihr drauf habt. Wisst ihr, das Witzige, das Arge war, wir haben beim letzten Mal im Keller, sogar im Keller, die Rückmeldung Lisa und Frone bekommen. Da drin herin die Hexe rief. Was tut das? Wer hat das gesagt? Okay, du willst nicht mehr, ist okay. Soll ich weiter weggehen? Hast du Angst vor mir? Nein? Kannst du dieses Gerät nochmal so stark ausschlagen lassen wie im Kerker unten? Dort im Kerker, dem Verlies vorne, war jemand, der hat dieses Gerät ganz stark oft ausschlagen lassen. Hast du die Energie dazu? Bist du bei Bernhard drin? Ich hab's gesagt. Was hast du denn gesagt? Licht? Ja, mach Licht einmal da bei mir. Versuch's einmal. Mach Licht. Trau dich nur. Ja, wir sind ein Team. Wir wollen das erforschen. Wir wollen wissen, was im Jenseits passiert. Oder dürft ihr das nicht sagen? Dürfen wir das nicht wissen in diesem Leben? Kennt ihr meinen Namen? Sagt mal, wie ich heiße, bitte. Bernhard ist da drinnen, ja? Und Robert bin ich, genau. Ihr habt noch genau 2 Minuten zum Sprechen. Genau 2 Minuten. Ja, wir gehen gleich. Wirklich, wir gehen sofort. Wir gehen in 10 Minuten, 15 Minuten gehen wir. Es hört sich immer nach Hilfe an. Sag uns bitte, wie wir helfen können. Gibt es einen Weg? Ist hier ein Wächter, der nicht zulässt, dass wir helfen sollen? Ja, wir gehen schon. Dann zeigt euch einmal mal vorher, bevor wir gehen sollen. Ja, wir gehen gleich heim. Zeigt euch einmal vorher noch. Traut euch. Nur sagen, geht, geht. Hilft euch auch nicht weiter. Okay.
Okay. Vielen Dank für die Kommunikation. Ich wünsche euch viel Ruhe hier auf der Burg oder auf dem alten Schloss. Vielen Dank für alles. Vielleicht können wir was rausfinden, was ihr gesagt habt. Vielen Dank, Lisa. Vielen Dank, Froni. Und alles Gute euch. Und passt auf euch auf. Und passt vielleicht auf uns auf, unsere Lieben. Wenn das möglich ist. Macht ihr? Super. Vielen, vielen Dank. Wir wünschen euch alles Gute. Wir gehen dann. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Das ist genau so was. Nasenbein? Das ist Nasenbein. Scheiße. Das musst du weggefunden haben. Was ist das? Das sind Nebenhöhlen. Bist du deppert? Gänsehaut ohne Ende. Ohne Ende. Aber das musst du weg. Schaut unten, das liegt nur ein Knochen. Oh, das ist ein kleiner. Das ist ein kleiner. Naja, was auch das ist. Aber das ist jedenfalls trotzdem eine Augenhöhle und Nasenbaum. Also wir betreten jetzt langsam das. Wir nähern uns das Seitenschiff. Und wir nicht aber hier bleiben. Die nächste Station, die wir uns vorgenommen hatten, war dann dieses besagte Loch im Boden. Ich habe schon gesagt, dieser Ort oder dieses Loch war in der Nähe des Baumes, wo wir das erste Mal auch mit der Kinect eine Erscheinung hatten und auch sehr interessante Rückmeldungen aus der Necrophonic-App. Ein Loch im Boden, im Wald, auf einer Burg, da muss ich sagen, werde ich ein bisschen kribbelig. Und somit haben wir kurzerhand ein Kletterseil und eine Strickleiter besorgt, diese ja, sehr fachmännisch angemacht. Und nein, es war recht sicher. Ich habe auch einen Helm dabei gehabt. Und so kam es, wie es kommen musste, ich stieg da halt hinunter. Die Tiefe von 4, 5, 6 Metern hat sich in etwa bewahrheitet. Also es ist dann ganz unten am Boden, 5, 6 Meter hätte ich geschätzt. Möglicherweise gab es dann noch eine Tür oder einen Zugang. Das muss eigentlich dort befunden oder es muss sich dort befinden, wo ein wenig Schutt liegt. Ansonsten würde mir dieser Raum große Rätsel aufgeben. Wozu macht man eine Kammer im Wald, die nur an der Decke einen Zugang hat? Jedenfalls, es war nicht sonderlich spektakulär da unten. Es lag ein bisschen Unrat herum, Steine, Ziegel, ein paar Metalltrümmer. Erstaunlich wenig Müll, denn so wie es ausschaut, haben sich da relativ wenig hinuntergewagt bis zu diesem Zeitpunkt. Und das, was ich dort aber gemerkt habe, war ein sehr starker, unüblicher Druck auf der Brust. Also ich hatte irgendwie Beklemmungsgefühle und das hat irgendwie gar keine richtige Ursache gehabt. Ich habe mir dann nur gedacht,
ich hoffe, da ist nicht irgendwie ein Gas oder sonst irgendwas. Dieses Druckgefühl wurde dann ärger und im selben Moment ging dann auch das Katzometer los. Das habe ich dann ein wenig von mir entfernt hingelegt und das hat dann Ausschläge gebracht. Und ja, dann war für mich eigentlich der Zeitpunkt gekommen, diesen Ort relativ rasch zu verlassen. Ich hatte das Gefühl, hat Herzrhythmusstörungen zu haben. Also das Herz hat zum Springen angefangen, ich hatte noch einen stärkeren Druck auf der Brust und ja, ich habe dann eigentlich Reißaus genommen. Ich kann nicht sagen, was mit diesem Raum dort unten auf sich hat. Ich hatte einfach das Gefühl, es ist irgendwie das Bedrückende, es ist eine ganz miese Stimmung. Und ich habe das erste Mal eigentlich körperlich verspürt. So. Alter Scheiße, da geht es ja wirklich weiter, habe ich mir gedacht. Ja, ja. Ich werde jetzt da runtergehen. Oh fuck. Was kommen wir dann? Hier ist gerade was. Passt schon. Alter Schwede. Wissen wir, was wir tun? Du hast einen aufgegangenen Kopf. Hast. Mhm. Alter. Hier drin, herinnen die Hexe. Okay. Ich werde einfach mal so runtergehen. Dann kannst du nur mit der großen Brust mit sein. Okay. Halleluja. Oh. Oh mein Gott. Okay. Bis heute. Na. Das ist immer Anfang da. Okay, jetzt heute. Heute? Na. Na gut, hier die Leiter. Das dumme Licht da. So, jetzt da. Halleluja. Okay, gar nicht so schlimm. Na gut, die Leiter geht jetzt da rüber. Ich bin unten.
Frage ist nämlich eins, das scheint nicht Eingang gewesen zu sein. Es ist nur Einbruch. Das ist nur Einbrochen, gell? Siehst du irgendeinen Eingang? Das ist die Frage. Und wo der eigentliche Eingang ist. Ist hier jemand? Oh, die ist schon. Ich mach das ganz unten. Okay. Ich bin unten. Da. Super. Das Kabel kommt ins große Raum. Ah, Scheiße. Okay, Leute. Helm habe ich auf. Also werden es hier so ein Minimum an einer Session machen. Es wurde uns das letzte Mal gesagt, wir mögen hier runtergehen. Ist hier jemand? Kannst du dieses Katzometer zum Ausschlag bringen. Kannst du das Katzometer zum Ausschlagen bringen? Irgendjemand hier? Ist hier jemand? Boah, das riecht scheiße da. Katzometer zum Ausschlag bringen. Ist hier jemand? Kannst du? Irgendwie schlagt's aus. Hat's ausgeschlagen. Ist hier jemand? Gibt noch irgendeinen Wächter? Bitte? Gibt vollkommen unten irgendein Wächter ist. Ist hier irgendein Wächter? Ist hier irgendjemand? Irgendjemand? Irgendjemand hier. Ist jetzt nichts. Wow, jetzt Ausschlag. Ja. Kurzfristig. Kannst du es nochmal aufschlagen lassen? Boah. So. Kannst du es nochmal aufschlagen lassen? Ist hier jemand? Das ist da. Daher. So. Jemand hier? Ah, sind das eine merkwürdige. Das ist, oh.
Jemand hier? Es ist in jeglichen Keller ist saukalt. Der Strickleiter versuche ich dann halt wieder nach oben zu kommen. Ausschlag. Jemand hier? Ja. Okay. Ist am Loch unten. Kannst du es nochmal ausschlagen lassen? Bist du uns jetzt hierher gefolgt? Kannst du es nochmal ausschlagen lassen? Bitte. Jetzt. Bist du dasselbe wie vorhin? Ja. Ausschlag nochmal. Bist du uns hierher gefolgt? Wahnsinn. Das ist also. Ja. Ausschlag nochmal. Was denn? Nein, sag ich da. Bist du uns hierher gefolgt? Da gibt es einen, der auf die ganze Burg aufpasst. Das Interessante ist, das erste Mal war das Katzometer hier da überhaupt gar kaum. Und jetzt ist es extrem aktiv. Ich hätte echt keinen Gust, dass das für komischer Rauch. Oh, wow. Ah. Was ist das für ein Raum gewesen? Man macht ja keinen Raum, der keine Tür hat. Ja. Der Raum hat überhaupt keine Tür. Warum hat das auch Verlies war oder was? Ist das ein Verlies hier gewesen? War das? Welchen Zweck diente dieser Raum hier? Mitten unter der Erde, irgendwo am Rand. Welchen Zweck hatte das? War das hier ein Verlies? Ein Kerker? Eine. Was war das hier? War das ein Verlies? Ja, Ausschlag. Kannst du mal Geräusche machen? Ja. Kannst du mal Geräusche machen? Ja. Frag mal, ob er der war, der was die kleinen Steinchen auf mich geworfen hat. Wow, Ausschlag. Nochmal. Hast du letztens, wie Robert hier war, alleine, Steinchen auf ihn geworfen? Mehrfach Steine auf ihn gefallen. Kannst du nochmal ein Geräusch machen? Ja. Es knackt jetzt, wenn ich frage, ob er Geräusch machen kann da vorne. Kannst du das Geräusch nochmal machen? Also, noch einmal. War das hier ein Kerker? War das ein Verlies? Also, oder war es ein Lagerraum? Ich frage schon wieder zu schnell. Bist du noch hier? Frag mal, ob man nach oben gehen soll. Sollen wir nach oben gehen? In das obere Stockwerk? Sollen wir nicht nach oben gehen? Ausschlag. Ausschlag. Es wird schwierig, wenn die Antwort der Frage spät kommt. Okay, also gut, langsam. Wow. Bist du ein Mann?
Wow, ja, voll Ausschlag, bisschen roten. Frag nochmal, ob ich jetzt wirklich der Wächter ist. Irgendwas knackst da hinten die ganze Zeit. Jetzt. Machst du das Geräusch da hinten, was ich da immer höre? Ja. Scheiße. Bist du der Wächter? Bist du der Wächter? Bist du ein Opfer? Bist du hier gestorben? Bist du hier gestorben? Bist du in diesem Raum gestorben? Boah, ist das eine bedrückende Stimmung da herunten? Ah, scheiße. Ich muss da weg. Ja, was ist da? Scheiße. Okay. Gut. Leiter. Okay. Ah. Na. Warte mal, ich mach jetzt was. Ja, einen halben habe ich auch. Rein theoretisch. Okay. Fuck. Okay, ich bin schon mal auf halber Strecke. Getcha. Und lass uns die Kamera wieder. Aldi. Da unten. Das ist jetzt ganz krass. Oh Gott. Was ist das? Mega. Das war sicher brutal da unten, ha? Ich voll Herzklopfen krieg auf. Shit. Also, es ist definitiv da einiges los, gell? Oh Gott, so, da bin ich neu. Das ist so ein voll bedrückendes da, so ein. Echt? Ich glaube, die sind schon fähig, dass einiges machen, gell? Alles okay? Ja, geht schon wieder. Also kurzfristig, wie so ein Kreislauf. Echt? Voll. Unten habe ich eine Herzrhythmusstörung gekriegt. Scheiße. Also, da sitzt beim Band, da ist was da. So richtig. Deswegen habe ich gesagt, Scheiße, ich muss da jetzt weg. Ja. Gehen wir auf? Gehen wir auf, ja. Ist das so zusammengekehrt? Warum ist es da so zusammengekehrt? Ah ja, übrigens, das wollte ich noch machen. Ist es hier zusammengekehrt? Oder ist es der Wind, der du durchfährst? Wahrscheinlich der Wind. Und das da, das hier, war eine Streckbank.
drüber hängt. Scheiße, das ist mir das jetzt sogar nicht aufgefallen. Ich meine, das war schon, aber so overgehängt ist das noch nie. Nein, ist noch nie overgehängt. Sollen wir es trotzdem wagen? Nein, das ist ja frisch overgefallen. Das ist frisch overgefallen, dafür meine ich ja. Das war noch nicht. Das hätte mir auch aufgefallen, die Wurzeln da. Willst du trotzdem mal was machen? Ja, wenn es runterkommt, schneidet es uns den Weg an. Dann kommen wir nirgends mehr runter. Ich meine, dann ist es, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt runterfällt, ne? Ja. Das ist nicht da gewesen. Das war aber nicht. Das ist das letzte Mal aufgegeben. Ja. Dass jemand das letzte Mal darauf geht. Ja, Strick hat damit. Okay. Also, aber du hast recht, das ist noch nicht gewesen. Ja, nach all dem, was wir bis zu dem Zeitpunkt erlebt hatten, sind wir dann noch einmal oben, nach oben gegangen, auf diese Arkadengalerie. Und dort waren die Ergebnisse bis zu diesem Zeitpunkt bei unseren vorherigen Untersuchungen auch eher bescheiden gewesen. Wir hatten immer wieder diese Aufforderung, geht nach oben, oben, hinauf und so weiter. Wir vermuteten halt, das ist also auch der einzige Ort, wo man dort auf dieser Anlage noch nach oben kann. Alles andere ist ja eigentlich unzugänglich schon. Und so sind wir halt dann rauf, bewaffnet mit allem, was wir hatten an Equipment. Und wir hatten dort auch eine Necrophonic-Session eingeplant, die dritte an diesem Abend. Ich hatte dort auch das erste Mal eine Feinwaage dabei, also diese Waage, die für das Abwiegen von kleinen Goldblättchen und so weiter gebraucht wird, also auf tausendstel Gramm genau. Die Idee dahinter ist, einfach festzustellen, ob man da Ausschläge erzielen könnte. Ne? Ich habe diese Waage aufgestellt, aber zu zweit ist es halt schwierig, wenn man mit Necrophonik, mit Kamera und den ganzen Equipment gleichzeitig arbeitet, da hat man eigentlich gar keinen Blick mehr auf alles. Und ja, Robert hat dann festgestellt, tatsächlich auf der Kamera, dass es dort, kurze Zeit nachdem ich sie aufgestellt hatte, einen tatsächlichen Ausschlag hatte. Das Phänomenale war, dass an diesem Abend ja so viele K2-Meter-Ausschläge vorkamen und es setzte sich dort oben fort. Also wir hatten sofort wieder Kontakt. Es kamen auch auf Fragen Antworten. Das erste Mal hatten wir da oben auch mit der Kinect-Kamera eine Erscheinung eingefangen. Und das war wirklich phänomenal, denn wieder mal hat sich diese Kinect und die K2-Meter-Ausschläge völlig synchron ergeben. Diesmal hatte ich das Vergnügen. Und ja, es war interessant. Also wir hatten dort oben sonst noch nie mit der Kinect Erfolg. Überhaupt war an diesem Abend die Kinect dann ein wenig aktiver. Das Phänomenalste allerdings oben war eine Rückmeldung aus der Necrophonic-App. Ich muss eines vorausschicken, wir hatten ja Recherchen gestartet, was Lisa und Froni und auch Johann betrifft und waren eigentlich schon sehr tief in der Materie drinnen. Er hatte ja gefunden, dass es eine Elisabeth Dreiginger und eine Veronika Keberlin gab, die dort am selben Tag verurteilt wurden und dann hingerichtet wurden im Herbst bzw. Winter. Recherchen allerdings konnten nichts weiter zutage führen. Ich wollte eigentlich wissen, wer sind diese Damen gewesen? Vielleicht kann man ihr Leben irgendwie rekonstruieren, vielleicht hilft das was. Das gelang uns nicht wirklich, es gab nichts. Eine sehr gute und uns lieb gewonnene Freundin mittlerweile, die Pamela, ja, liebe Grüße, hat dann nebenbei auch recherchiert und ich weiß noch, mich hat es damals fast vom Hocker gehauen zu Hause, als ich die Rückmeldung dann von dort oben vernahm, die normalerweise kam immer nur Lisa und Lisa war diesmal mit Familiennamen genannt, und zwar Dreiger Lisa kam aus dieser Necrophonic-App. Dreiger, nicht Dreigerin.
Ja, und dann ist es natürlich, ist alles Schlag auf Schlag gegangen. Wir haben festgestellt, dass dieses Inn an diesen, auch bei Keberlin und viele andere Namen, Halbedlin, Müllerin, dieses Inn ein Anhängsel offensichtlich war. Und unter dem Namen Dreiger fanden wir dann was. Eigentlich Dreiger, es hieß eigentlich Dreisger. Und wahrscheinlich war das eigentlich eine Sprechweise des S oder wie auch immer. Wir konnten somit, und unsere Pamela hat das herausgefunden, so gut wie alles fast herausfinden über diese Damen, und sogar die Gerichtsprotokolle lagen uns dann vor. Ja, es ist schon interessant, wie es läuft. Also da kam tatsächlich der Familienname der richtige heraus, weil wir bis zu dem Zeitpunkt falsch gesucht hatten. Ja, für mich eigentlich eine sehr phänomenale Sache, was jetzt diese Rückmeldungen angeht. Das Blaue kannst du mir da jetzt, ja? Aber warum hat das jetzt Pips? Das hat kein Grund bestanden. Ja. Das Handy ist auf Dings, Flugmodus. Ja. Und das hat jetzt im Rucksack plötzlich ausgeschlagen. Hier, jemand hier. Ja, wir sind jetzt hier oben bei dem ominösen nach oben gehen. Das kam schon bei der allerersten Untersuchung, wie wir hier waren. Und hier oben war für uns immer das schlimmste Gefühl. Abgesehen jetzt von Bernhard sein Loch da unten. Ist jemand hier? Das Bob Rocks. Da steht übrigens Bob. Rocks. Wir schauen mal, ob es rockt. Falls du uns gefolgt bist, lieber Wächter, komm rauf. Jemand hier? Ja, zurück einmal. Ha? Zurück einmal. Die knistern jetzt schon. Heiß. Ja. Ich höre einen Ton. Die knistern nur, wenn es mit Flüssigkeit oder wenn wer draufsteigt. Knistern schon. Jetzt wird die Luft fertig. Das ist gerade ausgeschlagen. Jetzt wird die Luft fertig. Das ist gerade ausgeschlagen. Wenn ich nicht schaffe. Jetzt ist die Luft fertig. Das ist jetzt gerade ausgeschlagen. Wenn ich nicht schaffe. Bist du uns gefolgt? Bist du uns hierher gefolgt schon wieder? Ist der da, der die Steinchen auf mich geworfen hat letztens hier? Oder war es einfach nur der Verfall der Ruine? Irgendjemand hier?
Kannst du dieses Katzometer zum Anschlagen bringen? Vom Gefühl her habe ich da immer eigentlich ein bisschen anders. Da drin oben war letztens die Gestalt auf der Schrägaffe, auf der Vollspektrum. Es dauert immer, bis das gestartet ist. Hast du die zufällig die große Taschenlampe schnell bei der Hand? Nein. Wenn nicht, dann lass, dann nimm ich den Scheinwerfer. Nein, brauchst nicht. Nein, lass, lass, lass. Lass, nimm den Scheinwerfer, dann fass nicht. Was ist das? Stahl ist das, eine geflogen. Ich sag's ja. Das ist jetzt gerade reingefallen. Ich sag's ja, mir ist letztens gleich gegangen. Und da ist aber nichts oben. Dieser Stein fiel vor meinen Augen. In da eine. Da jetzt rein, genau hierher. Jetzt weißt du, dass ich dich nicht angeklagen habe, dass wir letztens. Da ist er jetzt gelegen. Weil da liegen nämlich die Taschenlampen. Aha, dann nehme ich es gleich. Und das ist ein Ziegelsteinchen. Was und jetzt weißt du, dass das kein Schmäh war, dass ich das letztens gesagt habe. Also. Da fliegen die Steine oben. Natürlich, aber da ist kein Steinchen drin. Aber nicht permanent. Das ist ja nicht so, dass es doch regnet, ne? Irgendjemand hier. Ist das Wesen da, das vorher im Kerker war? Im Verlies? Irgendjemand anders hier? Kommt sogar die Stiege rauf. Komm mal zu uns, bitte. Mach dich irgendwie bemerkbar hier, bitte. Wo bist du? Du bist wo hier oben? Ich weiß es. Wo bist du? Na gut, wenn sie keiner zeigt, dann machen wir Nekro. Leute, wir sind oben. Also, ihr habt jetzt wieder 10 Minuten Zeit, um mit uns zu sprechen. Über dieses Gerät, ihr kennt das bereits. Also, Start. Stop. Ausschlag. Bist du jetzt bei Bernhard? Ja. Bist du bei Bernhards Hand? Bist du bei meiner Hand?
schon wieder. Bernhard. Was gehört? Negro? Bernhard. Kannst du das nochmal ausschlagen lassen jetzt? Kannst du es nochmal ausschlagen lassen? Bist du da? Wo sollen wir das K2-Meter hinstellen? Wo sollen wir das Gerät mit dem grünen Licht hinstellen? Da. Grün. Kannst du nochmal ausschlagen lassen? Du kriegst jetzt nichts drauf. Wer bist du? Bist du der gleiche Mann? Der gleiche Wächter von vorher? Bist du ein Mann? Bist du eine Frau? Ich hab was vor mir. Genau bei meiner Hand. Ah ja, schau. Danke. Kannst du es ausschlagen lassen jetzt? Schau, das ist halt äußert. Kannst du es ausschlagen lassen? Kannst du es jetzt ausschlagen lassen? Das ist genau bei meiner Hand. Ganz genau. Kannst du es jetzt ausschlagen lassen? Bist du eine Frau? So, ich sollte. Warte mal, ich würde die K2 jetzt kurz verbinden. Was ist das? Lass alles so, wie es ist. Bist du eine Frau? Bist du ein Mann? Kannst du es aufschlagen lassen? Aufleuchten lassen? Ja. Okay. Dankeschön. Danke. Das ist eine perfekte Übereinstimmung jetzt schon wieder. Schau, schau. Wer bist du? Bist du Froni oder Lisa? Froni oder Lisa? Machen wir es so, dass du wieder mit, wenn ein Ja, dass du wieder Licht machst? Bist du eine Frau? Bist du ein Mann? Soll Bernhard mit dir sprechen? Jetzt haben wir zu mir weg. So ist heute ein bisschen. Heute kannst du, warte mal. Dann gib mir die. Das ist mir fast ein bisschen leichter, weil ich nicht so weit weg heute muss. Was das immer? Okay. Ist noch irgendwas zum Sagen? Warte mal, still einfach. Kannst du das. Das ist. Ja. Kannst du es nochmal aufleuchten lassen, dass ich weiß, dass du hier bist? Kannst du es jetzt aufleuchten lassen? Ja. Tot? Weißt du, dass du tot bist? Das weiß, aber ich weiß nicht, ob du es bist. Oder ob es vor dir steht. Sieht man es? Mhm. Das war vorher gar nichts. Ich hab. Bist du gerade bei der Kamera? Interessiert dich die Kamera? Kannst du das jetzt aufleuchten lassen? Ja. Es greift zu. Ja, es hat gerade aufgeleuchtet. Kannst du es aufleuchten lassen? Dankeschön. Kostet dich das viel Energie? Ja. Hat wieder aufgeleuchtet. Geh hin zu dem Gerät. Wow. Wieder voll. Du kannst zu dem Gerät wieder gehen. Wo du sprechen kannst, da ist Energie drin. Wow. Wahnsinn. Du greifst gerade hin, stimmt's? Siehst du es noch? Ja. Vielen Dank. Du greifst genau zum Katzometer. Schau, wie das aufleuchtet jetzt. Gefällt dir dieses Spiel? Bist ja. Du bei Bernhard? Unglaublich. Macht dir das Spaß, mit dem zu spielen? Da. Ja. Was? Kannst du vielleicht noch mal dazu holen, der mitspielen kann? Nein. Wollt noch jemanden, wenn falls noch jemand hier ist? Könnt ihr mehrere kommen? Es können ja mehrere kommen.
Ihr greift ihm, genau. Das ist ja nichts. Kannst du es nochmal aufleuchten lassen? Wir haben eine Mission hier. Vielleicht gehen wir jetzt auf das einmal ein. Wir wissen, dass hier an diesem Ort schreckliche Dinge passiert sind. Oder auch, dass ihr hier verweilt. Es wäre ja langsam an der Zeit, dass ihr diesen Ort verlasst. Wollt ihr diesen Ort verlassen? Hinter dir über der Säule, Bernhard. Steht er. Jetzt auf einmal. Auf diese Säule. Er steht ober dir am Sims, genau am Rand. Das ist kurz weg und deswegen muss ich mir das durch die Steine aufschmeißen, weil das ist genau dort. Ich spiele. Hast du gehört? Ich spiele, habe ich verstanden. Das war Baum ist. Baum ist. Das ist wieder weg. Das war auf der Säule oben. Okay. Ja, vorher war es da in der Mitte irgendwo. Mhm. Das war gar nicht. Hast du letztens die Steinchen runtergeschmissen? Ja. Ist wieder weg. Wo bist du jetzt? Zeig dich hier. Zeig dich wieder bitte. Kannst du das Blaue auch mal ausschlagen lassen? Kannst du zu dem mal gehen? Ja. Ich probiere es jetzt einmal mit dem. Das ist das. Wow. Das hast du nie gemacht, noch nie. Oh yes. Schau dir das an. Ist wieder hinter dir. Und am Boden vor dir. Gefällt dir das Blaue besser? Max. Kannst du dich im Maximalausschlag. Kannst du das nochmal machen? Christian? Bist du sehr geschreckt? Du bist eher schüchtern, oder? Du kannst dich ruhig gerne öfter zeigen. Du brauchst keine Angst haben vor. Ich habe jetzt ein Experiment vor. Ich mache jetzt das. Steht wieder hinter dir auf der Säule und verschwindet immer hinten beim Buschnobel. Bei dem Efeu. Kannst du das Ding hier? Wow, ist das jetzt ein Ausschlag gewesen wieder. Bist du Froni oder Lisa oder irgendjemand von diesen Frauen? Ausschlag wieder. Bist du Froni? Bist du Froni? Froni? Er steht neben auf der Säule wieder. Steht am Sims, also am Rahmen und oben steht es. Da irgendwo. Genau. Jetzt ist das Tier kurz umgesprungen. Mit aufnehmen tut's eh, gell? Mhm. Okay. Ja, oder? Ist wieder weg. Also kommt ab und zu und geht wieder gleich. Sims, jetzt wird's immer gespannt, oder? Kannst du nicht immer so viel rückwärts machen, wenn so? Wir sind so schwer. Ich sitze am Abend immer ziemlich lang da. Ja. Okay, warte, ich muss kurz das Licht einschalten. Dann war's jetzt aber was. Ich habe jetzt hier ein Gerät. Okay. Das ist eine Präzisionswaage. Wow, wow, wow. Da, du schlotz. Schau dir das an. Tot. Du kannst dich gerne auf der
bei Bernhard wieder zeigen. Kannst du? Wollt ihr nicht, dass wir hier sind? Kannst du? Kannst du dieses, kannst du das berühren? Es wird sofort ausschlagen. Kannst du dich nochmal bei Bernhard zeigen, bitte? Jetzt bist du wieder weg. Schalte jetzt auch bald wieder dieses Gerät, mit dem du mit uns sprechen kannst, wieder aus. Also sag noch schnell, was du loswerden willst, bitte. Dass wir uns wieder auf ein Gerät konzentrieren können. Bist du Froni? Bist Froni? Bist du Lisa? Bist du Froni? Nein. Bist du Johann? Wollt ihr, würde es euch helfen, wenn wir eure Namen in einem Gedenken verewigen? Da wollt ihr von uns quasi eine Bestattung haben, eine imaginäre. Sollen wir wo ein Kreuz aufstellen? Asche. 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 Wo ist eure Asche? Wir können bei eurer Asche ein Kreuz aufstellen. Ausschlag. Ausschlag, Vollgas. Wo ist eure Asche? Ist eure Asche hinten bei den Bäumen? Ist eure Asche bei den Bäumen? Könnt ihr versuchen, uns irgendein Zeichen zu geben, wo eure Asche ist? Ist eure Asche dort hinten, bei diesem Loch, wo ich hinuntergestiegen bin? Doch. Asche. Ist wieder Asche. Okay. Würde es euch helfen, das zu tun? Könnt ihr dann ins Licht gehen? Wollt ihr ins Licht gehen? Können wir euch helfen? Habt ihr noch was zu erledigen hier? Okay, Leute. Kannst du mal dieses hier berühren? Wow. Soll die Mikro wieder ausschalten? Schau dir das an. Ja, dort ist war vorher auf der Necro, auf der Connector einmal. Ja, das ist bei dem Rahmen irgendwo da. Okay, die. Ja, okay, ich schalte jetzt wieder dieses Gerät aus, mit dem man drum sprechen könnte. Okay. Ja, wir werden auch nicht so schnell zurückkommen, es sei denn, wir machen noch was, dass wir euch eine Gedenkstätte bereiten. Wer will eine Gedenkstätte? Schnell ein paar Namen, dann schalte ich aus. Okay. Vielen Dank für die Kommunikation. Ruhe in Frieden. Ciao. Tschüss. Friede. Friede. Friede sei mit euch. Gut, schauen wir mal aus. Da ist ja einer. Ich hab's vergessen.
Unglaublich. Schau dir, der gibt da immer Stoff. Schon wieder nur der. Die Ausschläge sind ein Wahnsinn. Halt. Aber es dauert nicht lang. Dauert nicht lang, ja. Eins gibt Fußstoff, das zweite tut nichts. Interessant. Das ist wirklich interessant. Die Auswertungen waren fertig und wir waren nun im Besitz von Informationen, die nur eine Entscheidung zuließen. Wir mussten nochmals hin. Es war ein sonniger, warmer Frühlingstag und wir stiegen noch einmal hinab in diesen Kerker. Bernhard mit der Kinect und siehe da, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Der hier aufpasst. Es war eigentlich eindeutig, dass ein Wächter hier ist. Ausschlag, Ausschlag, Ausschlag. Ei, ei, ei. Dankeschön. Oder soll ich, Robert, mit dir sprechen? Okay, dankeschön. Bist du wieder der Wächter vom letzten Mal? Alles klar, dankeschön. Kannst du dich auch hier zeigen, auf diesem Gerät, das ich habe? Ist es okay, wenn ich zu deinen Haken gehe? Gehört, ganz klar und deutlich, bin tot. Ich bin tot. Bist tot, okay, ja, danke. Also, aber warum bist du dann noch hier? Ich vergesse einmal das mit dir und nach. Bist du in dieser Welt, in dieser Zwischenwelt oder hier gefangen? Bist du hier gebunden? Kannst du hier nicht weg? Bist du hier gestrandet sozusagen? Ja. Bist du ein Mann? Mhm. Probieren wir es kurz? Probieren wir es. Oh. Wow. Ja. Dankeschön. Okay, Robert? Ja? Ich bin jetzt erst direkt bei dir. Oh, danke schön. Erst bei dir, jetzt sicher. Kannst du es nochmal aufleuchten lassen? Jetzt sehe ich dann, erst neben dir. Kommst du mal zu mir bitte nochmal? Mich würde es freuen. Keine Angst. Ich tue dir nichts. Hinter dir, neben dir. Du kannst hingreifen zu dem Gerät. Dann leuchtet es wieder. Kannst du mal spielen probieren? Er ist genau dort, wo Dankeschön. Ich jetzt zum Meter super, bin. Super Ausschläge, dankeschön. Ich sehe jetzt nur Tracking, du siehst, dankeschön, du kannst, die wird sonst eh immer langweilig wir sein. Wir sehen wieder, er ist direkt bei deiner Hand, auf dir, neben dir. Dankeschön. Danke, dass du dich zeigst, den Gerät von Bernhard. Du weißt, du kannst uns vertrauen. Kannst du das einmal ganz, ganz kräftig ausschlagen lassen, bis das rote Licht kommt? Hast du so viel Energie? Versuch einmal. Du hast gesagt, du bist ein total kräftiger Mann, letztes Mal. Kannst du das nochmal schaffen? Schaffst du das nochmal? Dass du so ein bisschen ins Rote das Licht machst? Dankeschön. Das Licht ist direkt, dass er bei dir ist, ja? Danke, dass du da bist. Jetzt zeigt er sie endlich. Vielen Dank. Okay, jetzt ist er bei dem Kopf oben, irgendwie auf dir. Über dir, ja, genau. Ja. Jetzt ist er weg. Arsch. Sorry, haben wir dich zu verärgert? Okay, danke schön. Super, jetzt hast du wieder Energie gesammelt, danke. Jetzt habe ich ihn wieder. Super. Er ist wieder über dir. Kannst du uns jetzt irgendwie verraten, ob das jetzt okay ist, in Ordnung ist für dich, dass wir hier sind? Oh. Danke schön. Ich gehe jetzt nochmal rauf mit dem Gerät, nach oben. Versuchen wir es nochmal.
direkt über deinem Kopf. Über meinen Kopf. Er steht so, als ob er auf dir steht. Jetzt hast du ihn genau im Fokus. Kannst du es auch aufleuchten lassen? Soll ich das Gerät jetzt wieder auf den Haken stellen? Stellst du wieder auf den Haken her? Ja. Das sind jetzt. Die gehen mal weg. Ja, okay. Das waren zwei Aufnahmen. In dem sind wir aber. Dankeschön. Ja, jetzt läuft es auf. Wo du jetzt bist in dieser Welt, ist es dort schön für dich? Ist diese Welt, wo du jetzt bist, nicht schön? Oder ist diese Welt einfach neutral für dich? Okay. So. Gut. Neutral. Die Frage habe ich noch nicht gestellt. Super. Kannst du... Schon wieder Ausschlag. Vielen Dank. Kannst du auch zu diesem Blauen gehen, bei meiner Hand? Okay. Kurz. Ausschlag. Dankeschön. Schaut das an. Jetzt schaut das wieder aus. Ist 27. Ist zwar nicht viel. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Tschüss. Mach's gut. Adios. Kannst du dich noch verabschieden mit deinem Licht? Danke. Wow. Oh. Danke, wow. Dankeschön. Wir lösen unser Versprechen ein. Und geh jetzt drauf. Vielleicht magst du uns ja folgen. Und so endet es also. Inmitten der Ruhe des Waldes. Da, wo Blumen wachsen. Da, wo Friede ist. Da steht nun geschrieben, wer ihr wart und immer sein werdet. Vergesst das nicht, denn wir vergessen es sicher nicht. Lisa und Froni, vielleicht könnt ihr nun loslassen. Vielleicht ist euer Flehen nun vorbei. Und wer weiß, vielleicht seht ihr uns auch noch eine Weile zu, wie wir uns hier im Leben schlagen. Wir wünschen euch eine gute Reise. Die Geschichte ist nun erzählt. Es gibt hier nichts mehr zu tun. Der Wald wird die Reste dieses Ortes verschlingen, früher oder später. Er wird alles mit jenem Frieden überziehen, der hier zwischen den Bäumen schon herrscht. Da, wo euer Gedenken ist, doch dieses Gedenken ist viel größer. Es lebt weiter in den Köpfen all jener, die nun von euch hören. Von euch. Elisabeth und Veronika. Am Ende erinnern nur mehr ein paar Steine an eine ganz andere Zeit. Alles befindet sich in einem Kreislauf. Aber am Ende muss niemand zurückbleiben. Wie kann man abschließen? Wie kann man Seelen zur Ruhe verhelfen? Geht das überhaupt? Und ich mache jetzt diesmal etwas Ungewöhnliches. Ich werde diesen letzten Text vom Skript ablesen, da er sehr umfangreich ist. Und ich das nicht freisprechen möchte, denn es ist mir ein Anliegen, das genauso wiederzugeben, wie es hier steht. Wir bekamen zahlreiche Ratschläge, aber unser Instinkt, die Persönlichkeit von Lisa und Froni ins rechte Licht zu rücken, sie wiederherzustellen, ihr Leben und ihren Tod zu dokumentieren und das Vergessen zu verhindern, das war das, was wir tun wollten. Der Ort, an dem wir dies taten, war eine Lichtung im Walde, unweit der Ruine. Eine alte Marienstatue stand dort, eine Aura des Friedens umgibt diesen Ort und nirgendwo erschien es uns besser, als hier eine kleine Gedenktafel zu errichten. Auf dass jeder, der hier vorbeikommt, lesen kann, dass einst eine Frau namens Elisabeth Dreisker und Veronika Kebal gegeben hat. So lebendig, wie wir dort stehen. Und weil Menschen einfach nicht nur schlecht sind, auch ihre Rolle im Leben spielen und oft durch widrige Umstände zu dem wurden, was sie waren, so ist es uns auch ein Anliegen, jenen Blutrichter Johannes Wendeisen zu ehren. Möge auch er Ruhe finden. Naja, ja, liebe Lisa, Froni, Johannes und allen anderen Opfern der Wirren und Verfolgung und Mord, möget ihr Frieden und Ruhe finden und das Licht für euch scheinen. Ja.
steht auf dieser Tafel und das soll ein Gedenken sein. An diesem Platz. Ruhe den Frieden und danke, dass ihr euch uns gezeigt habt. Schau dir das an. Hallo? Schau dir das an. Ausschlag, Ausschlag, Ausschlag. Ausschlag. Gelb. Hallo? Das gibt's ja nicht. Heißt das, dass ihr loslassen wollt, könnt? Super, das freut uns. Okay. Viel Spaß bei eurer Reise. Na, vielleicht sehen wir uns ja. Ja. Für später. Ein bisschen möchten wir schon erleben. Vielleicht hilft es uns ja dabei. Okay, wir gehen jetzt dann. Tschüss. Tschüss.